Die Legende himself, Jules, hat endlich ein neues Video gepostet, Freunde, und zwar auf den Spuren der antiken Memes. Irgendwann gab es einmal einen ganz großen Knall. Durch diesen Knall gab es ganz viele coole neue Planeten. Auf diesen Planeten sind irgendwann Dinos entstanden und dann kamen wir. Erst waren wir so coole Fische, dann waren wir Affen und dann wurden wir zu Menschen. Das ist biologisch 100% akkurat. Ja, das ist auf jeden Fall Charles Darwin, Bruder. Haben wir angefangen, gegen Bäume zu hauen. Dann haben wir angefangen, Objekte aneinander zu hauen und hatten Werkzeuge. Unga Bunga. Schwing! Dann gab es plötzlich so coole Zivilisationen. Wir haben ganz hohe Dreiecke gebaut und ganz viele andere Gebäude. Dann waren wir auf einmal so Typen mit Eisen als Kleidung, die miteinander kämpften. Zeit, sich die nächsten 1000 Jahre zu verprügeln und dabei dann immer lustigere Kostüme anzuziehen. Oh Mann, das Auto wurde erfunden. Und ganz schön viel neuer Fortschritt. Und Despacito, spiel bitte Alexa für mich. Okay, und es kann sein, dass in all diesen Jahren in der Geschichte der Menschheit es ein paar Momente den Megalovania-Remix dazwischen gab, die auch dokumentiert wurden, an denen jedoch nicht alles ganz so normal gelaufen ist, wie man meinen könnte. Wow, heute geht es tatsächlich mal um echte Geschichte. Ich kann es kaum glauben. Wir schreiben 1941. Also, Bruder, 1:01 jetzt geguckt. Da waren schon wieder so ungefähr 40 Arbeitsstunden im Videoschnitt gerade zu sehen. Es ist wild. Es ist einfach wild. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ diese Produktionsqualität aufrechterhalten kann. Ich habe keine Ahnung, wie man so Videos schneiden kann. Ich habe ein Videoformat auf meinem Hauptkanal, ja? Das heißt Frag Mr. Tricks XL. Das habe ich früher einmal im Monat, dann eine Zeit lang sogar zweimal im Monat gemacht. Und jetzt kommt das so einmal alle 4 Jahre, weil es so viel Aufwand ist, so zu schneiden. Und er droppt einfach alle 2 Wochen ein Video, das 20 Minuten geht in der Qualität. Ihr glaubt es nicht, Leute. Ihr glaubt nicht, wie viele Stunden. Ach, Bruder, ich habe keine Ahnung, Junge. Die polnische Armee befindet sich mitten im Krieg und marschiert durch die iranischen Gebiete. Der Alltag ist kalt und düster und die Streitmacht fürchtet sich vor den kommenden Gefahren des Krieges. Und doch unter den polnischen Soldaten befindet sich ein ausgewachsener syrischer Braunbär. Der Bär namens Wojtek war ein offizieller Teil der polnischen Armee, hatte eine Dienstnummer und unterstützte im Krieg die Nazis. Das war übrigens ich, der Papa-Bär. Bis zu bekämpfen. Er half den Soldaten dabei, die zu schweren Munitionskisten zu transportieren oder Bomben in die Schützengraben zu... Das ist doch nicht echt, oder? Nee, das passt vom Licht nicht. Okay, das ist nicht echt, Gott sei Dank. Er hat regelmäßige Ringkämpfe mit den polnischen Soldaten veranstaltet und war berüchtigt dafür, Zigarren zu essen und Bier zu trinken. Wojtek gelang es außerdem, einen arabischen Spion zu stellen und wurde dadurch zum höherstufigen... Kannst du dir doch nicht ausdenken. Rang Corporal befördert. Hey, wer hat einen höheren Rang als ich? Er schlief im Zelt mit den anderen Soldaten, trug sehr gerne Mützen und fuhr regelmäßig im Auto bei Einsätzen mit. Der Bär wurde zu einer so großen Legende in der polnischen Geschichte, dass für ihn ganze Denkmäler errichtet worden sind. Almost heaven. West Virginia. Ritt. Einfach Chewbacca. Bruder, ich bin überfordert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist so viel Input in so wenig Zeit. Überleg mal, seit ich das letzte Mal Pause gedrückt habe, hat er gerade einfach eine ganze Geschichte erzählt. Einen ganzen Krieg haben wir gerade durchgesprochen. In 1 Minute und 1 Sekunde. Ritter hatten ja coole Schwerter und so. Aber Ritter hielten es auch damals für eine super lustige Idee, den Griff ihres Schwertes zu nehmen und einfach auf Gegner zu werfen. Waffen waren generell ein bisschen experimenteller damals. Die Vespa 150 Tab, mit der man Menschen hinterherfahren konnte und dann, naja. Die griechische Version eines Flammenwerfers, befestigt vorne an einem Schiff. Oder der berühmte Krummlauf, eine starke Kanone, die die Ge- That's just wrong. Oder im Opiumkrieg des 19. Jahrhunderts, als die Chinesen an Feuerwerksraketen befestigte Affen auf britische Schiffe feuerten, um Chaos zu stiften. Tobi, an der Stelle bitte einmal Raffaela, die Vegan. Im 15. Jahrhundert gab es regelmäßig ein Event namens Tanzplage, bei dem Leute so lange tanzten, bis sie aus Erschöpfung zusammenbrachen und dann irgendwann einfach starben. Jungs, wir brauchen eine Zeitmaschine. Angeblich wurden die Leute high durch einen Pilz, der im Korn gewachsen ist und dann in Form von Brot gegessen wurde. Liechtenstein zog mal mit einer 80-Mann-Armee, also so circa 60% der Bevölkerung, in den Krieg und kam ohne irgendwen angegriffen zu haben mit 81 Leuten, also... Ja, die Story kenne ich. Wir haben noch einen Bree gefunden im Krieg. Und
noch mit nach Hause gebracht. Einen Mann mehr wieder zurück. Okay, Leute, also einer von euch hat sich dazu gemogelt. Wer ist das? Der 81. Mann war wohl ein Österreicher, der sich der Truppe anschließen wollte. Oder das beliebte Katzenpiano, was einfach nur daraus bestand, dass man mit dem Drücken der Tasten einen Stachel in die Katzenschwänze rammte, die durch das Aufschreien dann unterschiedliche Töne von sich gaben. Was? Tobi, an der Stelle nochmal eine Referenz auf vorhin und dieser kurze Raffaela-Einspiel. Oh, und was ein wunderbarer Tag in Boston 1919. Was rieche ich denn da? Etwa Zuckersirup? Wie bitte? Eine riesige, 7 Meter hohe Zuckersirupflut fließt durch die Stadt und tötet 21 Menschen dabei. Und lässt die sind einfach gestorben. Ist schon Comedy Gold. Hälfte von Boston in Trümmern zurück, nachdem ein Tank mit 9 Millionen Litern Zuckersirup einfach explodiert ist. Ah ja, die große Zuckersirupflut von 1919. Wer kennt sie nicht? Sowieso sind Leute auch damals wegen den verrücktesten Dingen gestorben. Ein Mann namens Henry Ziegland wurde mal fast erschossen, als eine Patrone knapp an seinem Kopf vorbei in einen naheliegenden Baum flog. Ein paar Jahre später versuchte er dann, den Baum mit einer Axt zu fällen, was allerdings mit seiner Axt nicht funktionierte. Und so nahm er Dynamit, um den Baum in die Luft zu sprengen. Und bei der Explosion ist die Patrone mit voller Geschwindigkeit in sein Gesicht geflogen und er ist sofort gestorben. Es gibt halt Dinge, die gibt's gar nicht, ne? Also das kannst du dir nicht ausdenken. Das sind Geschichten, die das Leben schreibt, wie man ja so schön sagt. Wie viel Pech kann man haben? Ja. Er hat sein ganzes Lack einfach an einem Tag verbraten und deswegen hat er dann die Rechnung bekommen. 20 Jahre, nachdem die Patrone abgefeuert wurde, der Schneider Franz Reichelt dachte, er hätte den Fallschirm erfunden und wollte ihn austesten, indem er selber damit vom Eiffelturm springt. Das hier war der Fallschirm. Aber das beste Detail an all dem, fand ich ja, war bisher einfach dieser Mario-Jump-Sound, während er sich in seinen Tod stürzt. Schneider Franz Reichelt dachte, er hätte den Fallschirm erfunden und wollte ihn austesten, indem er selber damit vom Eiffelturm springt. Das hier war der Fallschirm. Physik. Ja, es gibt vom Sprung auch tatsächlich Footage, doch den Aufprall erspare ich euch lieber. Ein Typ namens Walter Summerford wurde in seinem Leben dreimal vom Blitz getroffen. Aber warum springt man dann gleich vom Eiffelturm? Warum nicht erstmal probieren aus 2 Meter Höhe, aus 3 Meter, aus 4 Meter? Warum denn gleich, ja Digga, ich kletter jetzt den Eiffelturm, wo ich spring einfach. So, nochmal, was? Wo sind wir gerade? Walter Summerford wurde in seinem Leben dreimal vom Blitz getroffen und gelähmt. Und als er dann schließlich 1932 in Frieden sterben konnte, wurde nach seinem Tod nochmal der Grabstein von einem Blitz getroffen. Was keiner weiß, zu Lebzeiten hat er jeden Tag nach dem Aufwachen, sein allererster Satz war: Zeus, du stinkst, Digga. Und immer wenn Leute über griechische Mythologie gesprochen haben, hat er gesagt: Ja, aber weißt du was? In aktuellen Medien wird Zeus immer so als Held dargestellt. Zeus ist ein dreckiger, hässlicher. Oder er hat halt häufig so Wetten abgeschlossen und meint: Bruder, ich schwöre, Wallah-Garantie. Also wenn ich lüge, soll mich der Blitz treffen. Vielleicht hat er auch einfach den immer gebracht. Einfach dreimal. Gehen wir noch ein paar Jahre zurück. 390 vor Christus. Es gibt so Typen namens Gallier und es gibt Römer. Die Gallier, ganz schön wütend, wollen Rom einnehmen, haben aber keine Chance, die Stadt bei Tag zu stürmen. Also schlagen sie nachts zu und versuchen bei Dunkelheit heimlich über eine Mauer in die Stadt zu klettern, während alle anderen am Schlafen waren. So sah das ungefähr in echt aus. Und oben auf der Mauer stehen ein paar Gänse, sehen das und machen genau das, was Gänse halt eben so machen. Gefühlt ganz Rom wacht plötzlich durch das Quaken der Gänse auf und die Soldaten konnten somit verhindern, dass Rom von den Galliern eingenommen wurde. Und weil die Römer halt Römer waren, bauten sie daraufhin einen riesigen Tempel für die Gänse, in dem die Tiere für den Rest ihres Lebens wie Götter behandelt wurden. Ganz schön cool, nicht wahr? Und weil stell dir einfach vor, du hast einfach Wachgänse. Weil die Hunde in dieser Nacht keinen Alarm geschlagen haben, haben die Römer seit diesem Tag jahrzehntelang jedes Jahr aufs Neue ein Fest veranstaltet, bei dem Hunde als Bestrafung abgeschlachtet wurden, während die Gänse an der Seite auf lilanen und goldenen Kissen sitzen mussten. Bitte was? Und zusahen, wie zahlreiche Hunde in einem großen Feuer verbrannt wurden. Auch Hühner war.
Also diese Römer, ne? Ich habe so das Gefühl, dem Römischen Reich unter den Bedingungen, ich glaube, das wird nicht lang halten. Ist so meine Prediction. Also meine Vorhersage, meine Wette. Und wenn es nicht stimmt, so soll mich der Blitz... Auch Hühner waren heilig zu der Zeit. Die Römer benutzten mehrmals den Rat von Hühnern, um militärische Angriffe zu planen. Wenn Hühner das Futter aßen, war das ein gutes Omen für einen Feldzug. Und wenn nicht, wurde der militärische Angriff wieder abgeblasen. Ja, auch an der Stelle, das ist nochmal ein weiteres klares Indiz. Ich glaube, mit dem Römischen Reich, das sind schon sehr eindeutige Hinweise, dass das nicht halten wird. Oh wow, Leute, das heilige Huhn hat gesprochen. Lasst uns all unsere Soldaten in den Tod stürzen. Yeah! Schnell, tötet ihren Kriegsstrategen! Und doch auch zahlreiche Heldenstories von Menschen finden ihren Platz in den Sagen der merkwürdigen Geschichten. Es gab mal einen berüchtigten Mann namens Mad Jack Churchill. Er kämpfte als britischer Soldat im Zweiten Weltkrieg. Die Schusswaffen im Krieg waren sehr, sehr tödlich. Ein falscher Schritt an der Front und man war sofort tot. Bei der Landung in der Normandie sprangen die schwer bewaffneten Soldaten aus ihren Booten und in erster Reihe Mad Jack Churchill mit einem fucking Breitschwert aus dem Mittelalter. Er war dafür bekannt, im kompletten Zweiten Weltkrieg mit einem Breitschwert zu kämpfen und Gegner mit Pfeil und Bogen zu erschießen. Stell dir vor, du bist ein Soldat an der Front und hast eh schon Angst um dein Leben. Und plötzlich rennt da ein schreiender, 2 Meter großer Soldat mit Schwert für Frodo auf dich zu. Er war außerdem bekannt dafür, vor dem Kampf ganz laut Dudelsack zu spielen, den Soldaten Mut... Digga, also ich bin ehrlich, er ist eine absolute Legende. Hätte ich zu der Zeit gelebt, er und ich wären einfach Best Friends. Der hier. Bruder, einfach Dudelsack spielen? Ja, Mann. Gleich erstmal ein paar Leute weglasern, völlig zu Unrecht? Ja, Mann. Bisschen Dudelsack spielen, bisschen viben, in Stimmung kommen und dann einfach mit dem Langschwert... Jalla, rein da. zu machen. So als wäre das ein fucking plus 10 Stärke-Buff aus einem Videospiel. Und jetzt nach Feuerresistenz. Vielleicht hat er auch einfach nur Age of War gespielt und vergessen auf die nächste Entwicklung. Digga, Age of War, Bruder, ich spiel's jeden Tag auf der Toilette. Es ist einfach auf meinem Handy die erste App, wenn ich hochswipe. Let's go. Ballern wir die Steinzeitmenschen weg. Warte, ich muss ein paar Upgrades installieren. Easy. Lightweight, viel zu einfach. Gar kein Problem. Nicht ein Toilettengang bei mir ohne Age of War. Und der Toilettengang geht dann auch so lange, bis ich die Runde endlich fertig habe, ne? Sorry, Maus. Stufe abzugraden. Aber ein Soldat, der hunderte Nazis mit einem Schwert abschlachtet, schien vielleicht dann doch etwas aufzu... Sigma-Move. ...gefallen. Oder im Jahr 1066, als die Engländer die Wikinger verfolgten. Die Flucht ging schon ein paar Tage und die englische Armee rückte immer mehr auf. Da entschloss sich ein einziger Wikinger dazu umzudrehen, sich auf die Brücke zu stellen und 15.000 Soldaten den Weg zu versperren. Ein Jon Snow, Game of Thrones, 6. Staffel. Ein einziger Wikinger. Los Leute, was steht denn rum? Greift ihn an! Wahrscheinlich. Seid ehrlich? Wärt ihr da reingegangen? Ich hätte mir in die Hose gemacht. Ich wäre einfach umgedreht nach Hause gegangen. Ich hätte das Gespräch sehr gerne gehört. Bro, bist du dumm? Wir sind 15.000 Mann. Du wirst sterben. Ganze 40 Soldaten schaffte er mehrere Stunden lang mit in den Tod zu reißen, bevor ihn jemand unter der Brücke aus seinem Fass heraus in die Eier starrte. Der sogenannte Berserker von Stamford Bridge ging in die Heldengeschichten ein und zahlreiche Barden komponierten Lieder über dieses Ereignis. Ja, da wäre ich gern dabei gewesen. Ich bin ehrlich. Ich wäre gern einer der 40 gewesen, die er mit... Und eine Person war ein Held in einer sehr besonderen Weise. Wir schreiben das Jahr 340 vor Christus im antiken Griechenland. Die Stadt ist voller schlauer Philosophen, gebildeten Mathematikern und randvoll mit Leuten, die jede 3 Sekunden irgendetwas Neues erfinden. Einer dieser Philosophen im antiken Griechenland war ein Mann namens Diogenes. Er lief regelmäßig bei helllichtem Tageslicht mit einer Lampe in der Hand über den Marktplatz. Und da man ihn fragte, warum er bei Sonnenschein eine Lampe tragen würde, sagte er: Ich suche nach einem ehrlichen Mann. Und ging weiter. Er lebte in einem XXL-Keramiktopf mitten auf der Straße. War bekannt dafür von zahlreichen... Digga, dieses Game, ne? Ich hab das nie gezockt. Weiter. Wie heißt denn dieses Spiel noch? Das müssen wir eigentlich auch mal zocken und streamen. Auf der Straße, war bekannt dafür, von zahlreichen Hunden begleitet zu werden und regelmäßig in die Lehrstunden von Plato, einer der größten Philosophen der Menschen, getting over it, danke euch, zu gehen und den Unterricht mit lautem Essen und Verzehren von Speisen zu stören, einfach weil er es lustig fand. Als er eines Tages mal einen Bogenschützen beim Üben sah und merkte, dass er wirklich keinen einzigen Pfeil traf, saß er sich daneben und sagte zu ihm: Danke, das hier ist der sicherste.
schnellste Ort der Welt. Außerdem war er bekannt dafür, Leute, die ihn in irgendeiner Weise belästigten, einfach so mitten in der Stadt anzupinkeln. Und als die Stadt... Alter, lebende Legende gewesen. Tote Legende. Na wirklich, so eine Legende, der Typ. Oder dass man heute auch noch spricht über die Menschen. Korinth mal von einer Armee angegriffen wurde, fingen alle anderen Menschen in der Stadt an, panisch umherzuschreien und ziellos durch die Gegend zu laufen. Als Diogenes das sah, nahm er ein Fass in die Hände und rollte es mehrmals einen naheliegenden Hügel hoch und danach einfach wieder runter. Und als die Leute ihn fragten, was er denn da machen würde, sagte er, ich versuche nur so nützlich zu sein, wie alle anderen hier. Seine Todesursache ist etwas umstrittener. Einfach der geborene Papa. Einfach ein Dad-Joke nach dem anderen. Quellen sagen jedoch, er hätte die Luft angehalten, weil er keine Lust mehr hatte zu leben, auch wenn man darüber streiten kann, ob das überhaupt geht. Oder er hat einen rohen Oktopus gegessen und ist somit an einer Vergiftung gestorben. Wir sehen also, antikes Shitposten war schon immer ein Ding. Als noch... Ja, richtig. Digga, Din Djarin hat mir gerade einen Follow da gelassen. Kuss geht raus an den Mandalorian. 70 nach Christus, der Vesuv in Pompeji explodierte, wurde die komplette Stadt mit ganz schön viel Asche überschüttet und alle Menschen starben, eingehüllt mit der Asche vom tödlichen Wurm. Ich weiß, was jetzt kommt. Den kenne ich auch. Ebenfalls einfach eine Legende der Menschheitsgeschichte. Okay. Das Ganze hat ein paar gute Memes hervorgebracht, wie zum Beispiel der Mann, der in seinen letzten Sekunden anfing zu... Genau, der Kollege. Absolute Legende, seid ehrlich. Du siehst einfach einen Vulkanbericht aus. Lava kommt auf dich zugerollt. Ja, Bruder, es gibt nur eins, was jetzt noch zu tun ist, oder? Zu masturbieren. Der Typ, der von der schmerzhaften Asche verschont wurde und dann von einem fallenden Stein getroffen wurde... Und was auch überlebt hat, sind die antiken Schriften an den Wänden der Stadt. Hier ein paar Weisheiten von Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben. Am 19. April habe ich Brot gebacken. Weint ihr Mädchen, mein Penis hat euch aufgegeben. Jetzt dringt er in Männerhintern ein. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, das halt auch so auf Latein, weißt du? Also, dass es halt so ultra intelligent klingt. L'Espanius, du kotest überall hin. Hallo alle zusammen. Ich habe meinen Topf verloren. Wer den findet, kriegt 65 Bronzemünzen. Wir zwei sind beste Freunde und waren hier. Unsere Namen sind Gaius und Aulus. Best friends forever. Dazu kommen noch zwei. Überleg mal, tausende von Jahren später sitzen wir hier und wissen einfach, Gaius und was? Aulus waren einfach Best Friends. Deren Freundschaft hält einfach wirklich ewig und ging in die Menschheitsgeschichte ein. Da kann man stolz drauf sein. Ich bin ehrlich. Zahlreiche Bilder von riesigen Genitalien, sehr vielen Enten oder hässlichen Gesichtern. Und auch in einer Höhle, in der vor vielen Jahrhunderten mal Wikinger überwinterten, wurden sehr viele Meter weit oben an der Decke Runen gefunden, die einfach nur sagen, diese Runen sind sehr weit oben. Aber wie findet man denn auch die ganze Kacke? Wie hat Jules das denn alles gefunden? Also ich kenne viele dieser Stories so aus irgendwelchen Memes oder aus irgendwelchen unnützes Wissen-Seiten oder so. Aber das so gebündelt zu sehen, ist wirklich eine Comedy-Goldgrube, ne? Oder diese Runen wurden von mir, Tolfir Kolbornzorn, gezeichnet. Und auch in alten Zeitungen wurden die ersten Memes gepostet. Wie du denkst, wie du aussiehst, wenn man ein Foto von dir macht. Wie du wirklich aussiehst. Wirklich? For real? Es gibt 100 Jahre alte Memes? Gar nicht mal so schlecht. Und auch Künstler haben ordentlich geshitpostet. Sei es die Komposition von Mozart. Ja, Mozart war sowieso der größte Troll, Digga. Mozart hat mit 4 Jahren schon Lieder darüber geschrieben, dass er sich in den Mund kackt und sonst was. Mozart namens Leck mich im Arsch. Genau. Oder die zahlreichen Künstler im Mittelalter, die aus bis heute immer noch unerklärlichen Gründen extrem viele Gemälde malten, in denen Ritter gegen riesige Schnecken kämpften. Ein anderes populäres Meme vor dem Internet war zum Beispiel, sich auf sehr hohe Flaggenpfosten zu setzen, um anderen Leuten zu zeigen, dass man über ihnen steht. Das Ganze wurde durch die lokalen Zeitungen zum neuen coolen Trend. Ist einfach Planking. Einfach Planking. Auch schon 100 Jahre alt, Bruder. Trend. Und somit ging die erste virale Medien-Challenge namens Flagpole Sitting. Flagpole Sitting. Ist einfach Planking. Nur anders. Ich sehe gerade diese ganze Menschheit mit komplett neuen Augen. Los. This is a wonderful world. Irgendwann ging es dann nicht mehr darum,
darum, wer am höchsten sitzen kann, sondern am längsten. Der Rekordhalter war der sogenannte Schiffswrack Kelly mit 49 Tagen, nachdem er lernte, im Stehen zu schlafen und den Regen auszuhalten. Und man kann wirklich sagen, die Leute... 49 Tage? Dann das Ganze auf die Spitze getrieben. Also, ich verstehe ja, okay, wie kann er an Essen kommen? Gut, man kann ihm ja Sachen anreichen. Aber der hat dann ja da runter gepisst und gekackt. Legende. Geben. Ein weiterer Trend aus dem 20. Jahrhundert war, zwei Züge absichtlich mit voller Wucht gegeneinander krachen zu lassen. Den Zügen wurden davor lustige Namen gegeben, wie zum Beispiel Old Man Depression. Old Man Depression is starting to watch them come together. There it is. Wow. Und tausende an Leuten erschienen zu solchen Events. Ah ja. Wir Menschen waren ja schon immer eigentlich dumm, ne? Also ganz ehrlich jetzt, ne? An all die Leute, die immer sagen, oh, die neue Generation, die nächste Generation, die führt uns ins Verderben. Digga, wir haben vor 100 Jahren schon, vor tausenden von Jahren schon Memes gemacht. Wir waren schon immer komplett lost. Ja, und wo wir gerade bei Zerstörung sind. Kriege wurden damals auch aus den verrücktesten Gründen angefangen. 13. Also mein Lieblingskrieg, ich weiß, es ist weird, einen Satz so anzufangen, aber mein Lieblingskrieg ist ja der Krieg, den, ich glaube, Caligula war das, ne? Den Caligula dem Meeresgott Neptun erklärt hat. Und dann hat er seine Armee aufs Meer losgeschickt und dann sind die im wahrsten Sinne des Wortes in See gestochen. Die Soldaten haben mit den Schwertern ins Meer gestochen und am Ende hieß es dann, ja Mann, wir haben gewonnen. Und dann hat er wirklich einen Siegeszug gemacht mit einer fetten, großen, mehrtägigen Party in Rom. Hat sich feiern lassen dafür, dass er Neptun rasiert hat. Legende! In 25 gab es in Italien eine Streitigkeit zwischen dem Staat Modena und Bologna. Ein paar Modena sollten... Nee, jetzt sag bloß, Bologna, Bolognese ist benannt nach Bologna. Das ist ja voll der Mindblow jetzt. Das schockiert mich extrem. Staaten dachten sich, wie fangen wir am besten einen Streit an? Und so klauten ein paar witzige Typen einen Eimer aus dem gegnerischen Dorf. Wir werden so sauer sein. Die Leute aus Bologna wurden ganz schön wütend und schickten daraufhin 32.000 Soldaten los. Und so startete der Eimerkrieg von 1325 mit ganzen 2.000 Toten. Auf einer... Kind Papa wird nie wiederkommen. Aber warum der Eimer? Auf einer Insel in Westamerika waren Amerikaner und Briten stationiert. Ein dickes Schwein lief eines Tages über die feindliche Grenze, wurde von der anderen Seite getötet und den Rest könnt ihr euch denken. Der römische Kaiser mit dem Namen Caligula. Ah ja! Der hier nämlich. Hat sogar mal Krieg gegen Neptun angefangen, den Gott des Meeres. Naja, wie führt man einen Krieg gegen einen nicht realen Gott der Mythologie? Genau, man befiehlt seinen Truppen zum Wasser zu gehen und mit Waffen auf das Meer zu stechen. Hey, meint ihr, es gibt später noch was Leckeres zu essen? Wahrscheinlich wieder Hühnchen. Die Soldaten sollten außerdem Seemuscheln einsammeln als Kriegstrophäen. Und als sie unversehrt zurückkamen, erklärte man den Krieg als gewonnen. Du wirst niemandem mehr wehtun, Gewässer. Die österreichische Armee kehrte einmal zurück zu ihrem Hauptcamp, nachdem sie das naheliegende Gebiet ausgespäht hatten, um eventuell die gegnerische türkische Armee zu lokalisieren. Da alle schon etwas betrunken waren und die Nacht auch schon angebrochen war, hielten die zurückkehrenden Soldaten das Camp für das gegnerische Lager der Türken und schossen einfach drauf los, während sie bis zum Morgengrauen unwissend ihre eigenen Österreicher töteten. Friendly Fire? Zwei Tage später kam dann die türkische Armee an und sah den riesigen hinterbliebenen Leichenhaufen. Alle gestorben durch Eigenbeschuss. Wer würde gewinnen? Österreich? Cäsar wollte mal eine Stadt auf einem Hügel einnehmen und ließ eine riesige Mauer um den Hügel herum bauen, um die Gegner einzusperren und die Stadt zu belagern. Die Gegner waren aber schlau und ließen vorher Briefe aussenden, um Verstärkung anzufordern. Als Cäsar mitbekam, dass von außen Gegner kommen würden, ließ er schnell eine zweite Mauer um ihn herum bauen. Und befand sich somit innerhalb einer Mauer, die beide Seiten auf einmal bezwingen konnte. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung. Es gab einen Typen in China namens Tong Xiguan im 19. Jahrhundert, der, weil er bei seinen Prüfungen verkackte, wirklich sehr große Albträume hatte. Albträume. Aber warum sehen wir jetzt, wenn es um Chinesen geht, Yakuza? Es ist doch Japan. Wie zum Beispiel dieser hier. Hallo Sohn, du bist der Bruder von Jesus Christus.
Und was macht man, wenn man träumt, man sei der Bruder von Jesus? Richtig, man gründet eine neue Religion, macht sich zum Propheten, sucht sich ganz viele Anhänger, die einem folgen, versucht China zu stürzen, weil alle, die dir nicht glauben, dass du der Bruder von Jesus bist, Dämonen sind und startet den dritttödlichsten Krieg der Menschheitsgeschichte bei dem 25 Millionen... Es sind 25 Millionen Menschen gestorben! Millionen Leute sterben. Das sind ca. 8 Millionen Menschen mehr als im Ersten Weltkrieg. Bruder, seid ehrlich, wir Menschen, wir sind schon so dem Ende geweiht, oder? Wenn die Dinge, die die Römer abgezogen, dafür gesorgt haben, dass das Römische Reich gestürzt ist, zerbrochen ist, und das, was die Osmanen so abgezogen haben, dafür gesorgt hat, dass das Osmanische Reich zerstört wurde. Es sieht nicht gut aus um uns, ich bin ehrlich. Weil ein Typ träumte, er sei der Bruder von Jesus. Oh Gott, ich werde niemals mehr in einer Prüfung durchfallen. Wir nähern uns der Endstation. Oh Gott, was kommt jetzt? Ist das eine Werbung? Ohio. Die moderne Version von Orten in der Geschichte, wo irgendetwas nicht so ganz richtig läuft. Laut dem Internet ist Ohio ein Ort, an dem die physikalischen Gesetze nicht so wirklich funktionieren, wie sie es eigentlich tun sollen. Und dabei willst du eigentlich nur schlafen. Doch ein riesiges XXL-Ungeheuer bedroht mal wieder die Bevölkerung. Laut dem Internet werden auch die verschiedensten Fortbewegungsmittel benutzt, um in Ohio zur Arbeit zu kommen. Nicht mal Minecraft spielen kann man in Ohio, denn der Sandtempel läuft einfach vor dir weg. Und jeder in Ohio hat seinen eigenen Mini-Shrek zu Hause. Aber schauen wir doch mal, was die wirkliche Faktenlage zu Ohio ist. In Ohio. Ich komme immer noch nicht auf diesen Videoschnitt klar, ne? Also, ich sag mal, dass das Gehirn gewöhnt sich irgendwann an dieses... Aber jeder einzelne Schnitt, den ihr hier seht, kostet so viel Zeit. Und man sieht so viele Schnitte alleine in einer Sekunde. Gab es 1895 gerade mal 2 Autos in der ganzen Stadt. Beide Autos haben es trotzdem irgendwie geschafft, aneinander zu crashen und einen Autounfall zu bauen. Aus Ohio kommen verschiedene Prominente, wie zum Beispiel Albert Stevens, der radioaktivste Mensch, der je gelebt hat. Er machte 1945 bei einem Experiment mit, bei dem Forscher ihm ohne sein Wissen radioaktives Plutonium injizierten. Ganze 20 Jahre hat er überlebt. Es gab einen berühmten Arzt in Ohio mit dem Namen George Washington Hitler und seinem Sohn Dr. Gay Hitler. Das hat mir den Riss gegeben. Einfach so ein random Fact. Das streut der mal so mit ein, wisst ihr? Das streut der einfach mal. Übrigens, es gab auch einen Typen, der hieß Dr. Gay Hitler. Was gucken wir hier? Das ist ja nicht normal. Einem Sohn Dr. Gay Hitler. Der Edit ist aber auch cursed. Es gibt in Ohio sogar eine Straße, die nach ihm benannt worden ist. Natürlich absolut überhaupt nicht lustig. Der berühmte Gorilla namens Harambe. Oh, Leute, Dicks out for Harambe. Kennt ihr den Trend nicht mehr? Oder Harambe, so eine Legende. Kennt ihr die Geschichte von Harambe, der 2016 das Internet dominiert hat, weil eine räudige Mama ihr Kind ins Gehege fallen lassen hat und Harambe hat dann das Kind so gepackt und wollte es halt vorsichtig beiseite schaffen. Und dann wurde er weggelasert, aus Sicherheitsgründen. Alle Jungs da draußen, einmal Dicks out for Harambe. Ich hab's schon vorgemacht. Ich sitze hier gerade so, dass ich nicht zu zweiten Kamera schalten sollte. So, ihr macht alle mit. Dicks out for Harambe. Wichtig. Er wurde in Ohio erschossen, nachdem ein Kind in sein Gehege kletterte und man aus Panik den Gorilla einfach abknallen ließ. Es hätte mich erwischen müssen und nicht ihn. Das ist nicht fair. Im Januar 2023 wurde eine Katze auf einem Baum gefunden, die positiv auf Kokain getestet wurde. Cat that was high on cocaine. Warum auch immer man eine Katze auf Kokain testet. Ach ja, Ohio. Der Fluss in Ohio ist seit Jahren bekannt dafür, regelmäßig in Flammen aufzugehen. A river on fire. Aus Ohio kommt außerdem Operation Gay Bomb, ein Forschungsprojekt, bei dem man versuchte, eine Chemiewaffe herzustellen, die in Form einer Bombe alle getroffenen Soldaten mit Hilfe von Gasen extrem horny machen sollte, damit man sie problemlos angreifen kann. Das Ding ist, ich habe einfach nichts zu sagen zu diesem Video. Versteht ihr? Es ist gerade so schwierig, darauf zu reacten, weil das ist alles so absurd. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
In Ohio gibt es außerdem berüchtigte Gebäude, wie zum Beispiel das Wahlgebäude, bei dem keiner so richtig weiß, was drin ist. Ein riesiger Korb, der innen drin einfach leer steht, oder der größte Stempel der Welt. Ein neueres Event in der Geschichte von Ohio war, als im Februar 23 ein 3 Kilometer langer Zug mit 150 Güterwagen, in denen zu 90% gefährliche Chemikalien transportiert wurden, von den Schienen abgekommen ist und durch die Explosion eine riesige schwarze Chemiedampfwolke über Ohio entstanden ist. These aren't storm clouds. This is the fucking shit! Und ich meine, wer hätte all das ahnen können? Guckt euch nur diese unfassbar sicheren und modernen Schienen an, auf denen die Züge in Ohio fahren. Ohio einfach amerikanisches Mecklenburg-Vorpommern. Sag ich euch, wie es ist. Und dann gibt es noch Florida, der große Bruder von Ohio. Nun, abgesehen von den fucking riesigen Alligatoren. Hey man, are you drunk? Oder dem wunderbaren Disneyland, gibt es ein gewisses Phänomen in diesem Bundesland. Den berüchtigten Florida Man. Digga, so ein langes Meme schon. 15 Jahre oder so immer. Florida Man strikes back. Florida Man. 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 A man in Florida. Nun, das Ding ist, Florida ist das einzige Bundesland in Amerika, in dem ein Gesetz herrscht, das besagt, dass jedes staatliche Dokument offengelegt werden muss, inklusive Fahndungsfotos, Polizeiberichte und Notrufe. 911, what's your emergency? I would like to order pizza. Das sorgt dafür, dass sich das ganze Internet mit vollem Enthusiasmus auf diese Schlagzeilen stürzen kann, welche dann unter dem einheitlichen Namen Florida Man in Subreddits, Twitter-Seiten und Webseiten dokumentiert werden können. Schuldig. Ich bekenne mich schuldig. Ich habe sehr viel Zeit in meinem Leben damit verbracht, diese Artikel zu lesen. Aber es ist halt wirklich auch einfach eine Comedy-Goldgrube. Also, Junge, dieses Video ist anders. Natürlich gibt es seit dem Meme auch Fake-Schlagzeilen, wie zum Beispiel Florida Man kidnappt 27 Leute und zwingt sie 36 Stunden lang zum Kniffelspielen. Oder Florida Man versucht sich selbst einen Hirnschaden zuzufügen, um Skyrim nochmal das erste Mal spielen zu können. Jedoch gibt es auch eine Vielzahl an echten Schlagzeilen. Ein typischer Tag in Florida und Florida Man bricht im Gefängnis ein, um seine Freunde zu besuchen. Hey! Stop! Florida Man festgenommen, weil er den Notruf gewählt hat, nachdem man seiner Katze den Zutritt zum Stripclub verweigerte. Florida Man wird verhaftet, weil er Karate-Kicks an Schwänen ausprobierte. Florida Man beschmutzt seine Hände mit Erdnussbutter und schlägt Nachbarn, der allergisch gegen Erdnüsse ist. Ich wollte gerade sagen, Poison Damage! Auf was wird reacted? Ja. Giftschaden plus 40% ist OP. Bitte nerven. Florida Man greift Nachbar mit einem Samurai-Schwert an. Florida Man raubt Supermarkt aus, indem er den Kassierer mit Fingerpistolen bedroht. Florida Man versucht, eine Bank auszurauben, nachdem er ein Zauberer 500... Ja, das kenne ich. Ich hab's am Gesicht schon gesehen. Das kenne ich noch. ...$ zahlte, damit er ihn unsichtbar macht. Ups. Oder... Ja, das hatte ich mitbekommen. Und dann gab's noch einen Typen, das war, glaube ich, auch ein Florida Man, der dachte, wenn man mit Zitronensaft auf ein Blatt Papier schreibt, dann ist das ja unsichtbare Tinte. Und wenn man das erwärmt, dann wird die wieder sichtbar. Und er hat Zitronensaft über sich gekippt und dann ohne Maske eine Bank ausgeraubt, weil er dachte, er ist dann unsichtbar. Ich sag's euch, ich hab sehr viel Zeit verbracht mit diesen Florida-Man-Memes. Die Zeit, als Florida von einem kommenden Hurricane bedroht wurde. Die erste Idee war, überall Ventilatoren aufzustellen, die gegen den Hurricane blasen, damit er... Kann nicht mehr. Mein Lachgetriebe ist kaputt. Aber ich habe mein Lachgetriebe kaputt gemacht. Eventuell wieder umdreht und auf Afrika zurast. Ich hasse Florida. Doch als man merkte, dass Ventilatoren nicht wirklich helfen können, kamen über 50.000 Leute aus Florida auf die grandiose Idee, sich zu versammeln, um gemeinsam auf den Hurricane zu schießen. Jedenfalls war das der Plan der Facebook-Gruppe. Die Idee machte relativ schnell Schlagzeilen und überall machten sich Leute bereit, den Hurricane gemeinsam in die Flucht zu schießen. Der Sheriff von Florida warnte die Leute daraufhin dann in einem Twitter-Post, dass man den Hurricane nicht zum Umdrehen bringen würde und die Patronen durch die Zirkulationsbewegung vom Sturm mit voller Geschwindigkeit wieder auf die Erde fliegen. It's shooting back!
machen würden. Das ist genau das, was ein Hurricane jetzt sagen würde. Außerdem gab es Banger-Nachfolgergruppen, wie zum Beispiel Vernichtet Hurricane Irma mit ganz vielen Flammenwerfer. Macht all eure Lichter aus, damit Hurricane Irma denkt, wir wären nicht zu Hause. Okay, dann komme ich von anderen. Die Menschheit ist einfach genial. Kleiner Nachtrag zu meinem Video zur militanten Veganerin. Siehst du, wir Menschen sind die Krone der Schöpfung. Wir sind einfach die intelligenteste Spezies auf diesem Planeten. Das wieder. Und schlussendlich erreichte man mit den Facebook-Gruppen genau das, was man wollte. Und zwar das Thema groß zu machen, damit Leute für den Hurricane Vorkehrungen treffen konnten. Ah ja, und es ist kein einziger Mensch erschienen, um auf den Hurricane zu schießen. Und doch jeden Tag geht die Saga weiter von der größten Reality-TV-Show der Welt, dem berüchtigten Florida Man. Okay, der Edit war cursed. Das war Jules bestes Video ever. Das war so brillant, Alter. Ich kann nichts mehr sagen. Warte, ich will noch Kommentare lesen. Das machen wir jetzt zusammen. Gaius und Aulus sind auf jeden Fall Ehrenmänner. Mögen sie in Frieden ruhen. Diogenes hatte einen langen Streit mit Platon. Platon hatte aber behauptet, dass ein Mensch ein federloser Zweibeiner ist. Woraufhin Diogenes in seiner Vorlesung gerannt ist und ein Huhn dabei hatte, wo er vorher die Federn ausgerupft hat. Er hat daraufhin gesagt, hier hast du deinen Mensch. Absolut legendäres Video. Bestes Video seit langem. Das Internet ist schon ein weirder Place, aber tatsächlich gibt es Internet-Raids, die noch viel kranker waren, als ihr glaubt. Und Jules hat diese in diesem Video zusammengefasst. Richtig, richtig krankes Zeug, Alter.